Hallo bei TechStage, hier immer noch von der CES in Las Vegas. Wir sind noch zu Gast bei BMW und neben mir steht gerade der Benjamin. Benjamin, du bist Doktorand bei BMW und zwar im Fachbereich aktive Sicherheit. Erstmal ganz blöde Frage, was ist denn aktive Sicherheit? Aktive Sicherheit heißt bei BMW, dass das Fahrzeug selbstständig Kollisionen vermeidet. Also passive Sicherheit würde ein Airbag zum Beispiel sein. Aktiv heißt, dass das Fahrzeug selbst etwas tut, um Kollisionen zu vermeiden. Passend dazu steht zufällig hinter uns ein i3 und zwar kein Serien-i3, wie wir vorher schon mal einen gesehen haben, sondern einen Prototypen, ja, mit diversen Sensoren und diversen Dingen an diesem Auto, die nicht normal sind. Und dieses Auto kann man nicht verunfallen, zumindest nicht ohne weiteres, oder? Das ist genau der Plan. Also die Idee war eben, die Sensoren, die wir aus dem hochautomatisierten Fahren kennen, die wollen wir jetzt einsetzen, um auch dem Fahrer Sicherheit mit auf den Weg zu geben. Und bei, sagen wir mal, bis 20 km/h, man stellt sich vor, man fährt über einen Parkplatz, man übersieht ein Objekt, man würde damit kollidieren. In dem Fall bremst das Fahrzeug selbstständig ab und verhindert die Kollision. Und zwar in der Weise, dass es besonders komfortabel bremst, sehr nah an die Objekte ranfährt, aber eben nicht in die Objekte reinfährt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das in der Praxis? Ich fahre jetzt auf einen Würfel zu und würde quasi wie ein schlechter Fahrer diesen Würfel übersehen. Das stellen wir uns einfach mal so vor. Ich bin also auf dem Gas und irgendwann, wenn das Fahrzeug denkt, ein gewisser Abstand ist unterschritten, fängt das Fahrzeug selbstständig an zu bremsen. Und auch wenn ich noch auf dem Gas stehen bleibe, ich werde einfach nicht in dieses Objekt reinfahren, weil das Auto eben so stark bremst, dass es eben genau nicht passiert. Wie viel vorher bleibt das Auto denn dann stehen? Also es ist immer ein bisschen abhängig davon, wie schnell ich fahre und welche Beschleunigung ich habe und natürlich welcher Abstand gerade noch zur Verfügung steht. Das Auto versucht dann immer einen Kompromiss zu machen zwischen so komfortabel wie möglich, so spät wie möglich, so nah wie möglich am Objekt. Also es variiert je nachdem, aber eben in der Art und Weise, wie es ein Fahrer, der das Objekt jetzt gesehen hätte, optimalerweise auch machen würde. So, jetzt Innenstadtsituation, sauenger Parkplatz, ich muss aber ganz nah an das andere Auto reinfahren. Was kann ich denn dann tun? Geht's dann nicht? Doch, es geht dann natürlich trotzdem. Also die Idee ist quasi in Kooperation mit dem Fahrer noch näher an die Objekte ranzukommen. In dem Fall kann der Fahrer dann durch das Durchdrücken des Bremspedals bestätigen, dass er ein Objekt gesehen hat und dann kann er ganz, ganz nah hinfahren, potenziell sogar reinfahren. Also der Kollisionsschutz erlischt quasi in dem Moment. Sobald man aber dann wieder rückwärts fährt oder sich ein größerer Abstand zu Objekten wieder eingestellt hat, aktiviert die Funktion wieder sich selbst und dann hat man wieder den vollen Rundumschutz 360 Grad ums Fahrzeug. So, das Ganze funktioniert vorwärts und rückwärts, das haben wir schon bei anderen Fahrzeugherstellern gesehen, solche Kollisionsschutzsysteme, bei euch funktioniert es aber auch seitwärts. Genau, und sogar die Spiegel sind in den Kollisionsberechnungen mit berücksichtigt, das heißt, wenn man jetzt in einem Parkhaus zu früh einschlägt, also entweder am Innenpfosten dann hängen bleibt oder an der gegenüberliegenden Wand und sind wir mal ehrlich, wenn man so in ein Parkhaus reinfährt, da sieht man ganz schön viele Spuren, das heißt, das passiert tatsächlich, in den Fällen bremst das Fahrzeug eben auch ab, sobald ich dann wieder weglenke von dem Objekt, kann ich wieder weiterfahren, die Bremse geht auf und ich habe Geld gespart. Geld gespart, weil ich keinen Unfall gebaut habe, aber das kostet ja wahrscheinlich ein gutes Stück mehr, oder? Diese Sensoren, das ist ja alles im Moment noch nicht Serie. Was kostet das ungefähr, ein Fahrzeug so auszustatten, dass es rundum wirklich einen virtuellen Sicherheitszaun hat? Das ist heute nicht richtig abzuschätzen, weil man einfach noch nicht weiß, wie die Entwicklung der Kosten für die Sensoren ist. Man weiß noch nicht, wie sich das rechtlich darstellt in Bezug auf hochautomatisiertes Fahren, wo man die Sensoren auch benutzen kann. Zusätzlich ist noch zu sagen, dass das ein Forschungsfahrzeug ist und dass es alles Prototypenbauteile sind. Und da muss man einfach sehen, was der Markt hergibt, wie groß die Nachfrage ist und danach reguliert sich dann der Preis. Da bleibt natürlich nur noch eine Frage über zum Schluss. Wann wird mein Auto uncrashbar sein? Also wir stellen uns vor, dass die Sensoren im Fahrzeug verbaut werden in 5 bis 7 Jahren, also 2020, wenn auch das hochautomatisierte Fahren sehr wahrscheinlich ist, dass es im Fahrzeug ist, bis 2022, so die Zeitschiene. So, und obwohl ich eigentlich ja gerade schon versprochen habe, dass es die letzte Frage ist, jetzt noch die wirklich allerletzte, ist es wirklich nicht mehr möglich, so ein Fahrzeug irgendwie vor die Wand zu setzen? Leider gibt es immer noch die Physik, die uns an manchen Stellen einen Strich durch die Rechnung macht. Also wenn man wirklich es provoziert, kann man es potenziell schaffen. Aber unsere Idee ist eher, dass ein Fahrer was übersieht und dann quasi sehr froh ist, dass es nicht geschafft ist. Wenn er es wirklich provoziert, kann man ihm quasi so eine gewisse Mutwilligkeit unterstellen. Deswegen, wenn man das gar nicht ausprobieren will, wird man es nicht schaffen. Aber wenn man es wirklich, wirklich will, dann gibt es einen kleinen Trick, dann wird man es schaffen. Okay, na gut. Dann
bleiben wir mal, solange es diese Systeme noch nicht gibt, besser gute Fahrer und lenken einfach nicht zu früh ein und sehen alle Gegenstände. Bis dahin vielen herzlichen Dank für die Vorführung und viel Spaß noch hier in Las Vegas bei tollem Wetter auf der CES. Gerne, danke schön.